Heute Morgen ist ein Mann tot in einer Garage im Hinterhof eines Hauses in der Dortmunder Nordstadt aufgefunden worden. Das war eine Garage, die der Verstorbene angemietet hatte. Er ist von einer Angestellten gefunden worden. Mittlerweile ist der Mann auch identifiziert. Es ist ein 44 Jahre alter Familienvater aus Dortmund. Dieser Mann, türkischer Herkunft, hat einen Fachbetrieb betrieben unter dem Namen Dream Cosmetics, Fachhandel für Friseurbedarf und Kosmetikartikel, und er hatte in dieser Garage unter anderem Ware gelagert. Wir gehen nach der Auffindesituation davon aus, dass es sich um ein Kapitaldelikt handelt. Insbesondere die Tatsache, dass der Verstorbene gefesselt war, lässt keinen anderen Schluss zu. Über Ulvi braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Also es ist ein ganz ruhiger Typ gewesen. Also für sich selbst, der keine, sag ich mal, krummen Geschäfte im Laufen hatte. Also beruflich hat er jetzt als Kosmetiker, also hat dann Kosmetik verkauft in Wochenmärkten, und er hat auch einen Laden da in seiner Rheinischen Straße, beziehungsweise Heinrichstraße, hat er einen Laden noch eröffnet und hat ganz normal seine Sachen verkauft und hat eben halt drei Kinder, drei Söhne, 12 und 2 6 Jahre alte Zwillinge. Ja, jetzt stehen die allein da. Das ist das Traurige eben halt, und was ist, ich meine, ich sag doch, wäre es ein Autounfall oder ein Herzinfarkt, könnte man sagen, ist es so passiert, aber das kann man gar nicht vorstellen, dass er umgebracht wurde. Ich denke, dass es ein Raub für mich war.